Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung beginnen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass noch eingegangen und Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Lebensmittel wertschätzen, Drucksache 19-3881. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 42 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 9 aufgerufen werden. Ich sehe, das ist der Fall. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend erfolgreiche Maßnahmen in Hessen zur dauerhaften Vermittlung in den Arbeitsmarkt und zur Verhinderung von Armut und sozialer Ausgrenzung, Drucksache 19-3882. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe das auch hier der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 43 und kann, wenn nicht widersprochen wird, mit Top 23 aufgerufen werden. Und so machen wir das. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 24, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Landtag begrüßt Vorschlag zur Einführung einer Lärmobergrenze am Flughafen Frankfurt, Drucksache 19-3845, er wird aufgerufen, zusammen mit Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Kurz- und Streckenflüge auf die Schiene, ein Beitrag zum Lärm- und Klimaschutz, Drucksache 19-3571. Dazu wird aufgerufen Top 18, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Kapazitätsbegrenzung Flughafen Frankfurt, Drucksache 19-3839. Sowie den Dringlichen Antrag mit dem Top 41 der Fraktion der SPD betreffend Lärmobergrenze verbindlich und rechtlich umsetzbar Einführung, Drucksache 19-3878. Ist der Setzpunkt der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Ich darf den Abgeordneten Kaufmann als ersten Redner aufrufen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute Mittag sprechen wir über ein Thema, das zur Leitlinie der schwarz-grünen Politik in Hessen, das ja bekanntlich lautet, verlässlich gestalten, Perspektiven eröffnen, besonders gut passt. Ich spreche über die Einführung einer Lärmobergrenze am Flughafen Frankfurt. Dazu ein kurzer Rückblick. Seit Anfang 2000 steht in den Empfehlungen der Mediation als erster Punkt des Anti-Lärm-Paktes, eines der 5 voneinander untrennbaren Elemente des Mediationsergebnisses, die Festlegung von Lärmobergrenzen. Seit dieser Zeit sind viele Aspekte des Mediationsergebnisses Realität geworden, bevorzugt die Wünsche der Luftverkehrswirtschaft, während die Lärmschutzaspekte stets nur sehr mühsam vorankamen, sei es, dass sie erst vor Gericht erstritten werden mussten, wie beim Nachtflugverbot, oder dass sie nur in kleinen Schritten, wie bei den lärmabhängigen Landegebühren, umgesetzt werden konnten. Es bedurfte erst der Koalitionsvereinbarung von uns GRÜNEN mit der CDU im Herbst 2013, um das Thema Lärmobergrenze auf die Agenda des politischen Handelns zu setzen. Dass die Bearbeitung genau dieses Themas ein besonderer Wunsch von uns GRÜNEN war, brauche ich wahrscheinlich nicht besonders zu erläutern. Jedenfalls haben wir im Koalitionsvertrag festgeschrieben, ich zitiere, entsprechend der Empfehlungen der Mediation wird vereinbart, eine Lärmobergrenze für den Flughafen Frankfurt einzuführen. Ziel ist es, eine deutliche Lärmreduzierung gegenüber den im Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Werten zu erreichen. Meine Damen und Herren, genau dies enthält das Konzept des Verkehrsministers, welches er vorletzte Woche vorgestellt hat und welches bislang differenzierte, aber weit überwiegend sehr positive Reaktionen hervorgerufen hat. Diese positiven Reaktionen sind ja eigentlich auch nicht verwunderlich. Ist es doch gelungen, so gegenläufigen Interessen wie von Luftverkehrswirtschaft und Flughafenanwohnern in einer Zielperspektive eine Verbindung zu schaffen? Damit ist sowohl die Weiterentwicklung des Flughafens, sprich eine Vermehrung der Flugbewegungen, als auch die gleichzeitige Lärmverminderung möglich. Nach dem Motto, wer mehr fliegen will, muss leiser fliegen. Wer leiser fliegt, belastet weniger.
Meine Damen und Herren, diesem Motto folgend ist aus meiner Sicht der Wert der Lärmobergrenze als Verfahren der Minderung der Fluglärmbelastung der deutlich höhere als einer statischen Definition eines Deckels bei der Belastungshöhe beizumessen. Der Grund liegt darin, dass die Sanktionsdrohung als Folge eines theoretisch möglichen Kollision mit dem Deckel dazu führen wird, dass seitens der Luftverkehrswirtschaft frühzeitig wirksame Anstrengungen zur Eindämmung der Lärmemissionen an der Quelle, also am Fluggerät, verstärkt einsetzen oder fortgesetzt werden. Ich darf daran erinnern, dass technische Entwicklungen hin zu ökologischen Verbesserungen leider, muss man sagen, in der Regel erst dann vorangetrieben wurden, wenn der Staat sanktionsbewährte Vorgaben gemacht hat, die die Industrie zunächst als ihren Untergang ansah, dann aber doch rasch und effektiv sowie geschäftsfördernd umgesetzt hat. Ich erinnere an das Stichwort Katalysator. Es ist bei der Lärmobergrenze das erklärte Ziel, im Einvernehmen mit der Luftverkehrswirtschaft die Regeln zu bestimmen. Dabei darf aber auch kein Zweifel aufkommen, ob es sich um unverbindliche Empfehlungen oder um verbindliche Vorgaben handelt. Es geht um Letzteres, um verbindliche Regeln, weil, wie im Koalitionsvertrag und übrigens auch gemeinsam mit der Stadt Frankfurt am Main im Konsortialvertrag festgehalten, es unser gemeinsames Ziel ist, ich zitiere, die mit dem Betrieb des Flughafens einhergehenden Belastungen für Mensch und Umwelt in einem höchstmöglichen Maß rasch wirksam zu verringern. Und dieses Ziel lässt sich, wie dargestellt, am besten durch verbindliche Regeln erreichen. Meine Damen und Herren, die Lärmobergrenze nach dem Konzept des Verkehrsministers lässt sich wie folgt kurz und knapp nochmals beschreiben. Die Lärmobergrenze ist ein Instrument zur Reduzierung der Lärmentwicklung und sorgt dafür, dass der technische Fortschritt und neue Flugverfahren zugunsten der Lärmbetroffenen wirksam umgesetzt werden. Die Lärmobergrenze ist kein Versprechen, dass es morgen in der Region überall leiser wird. Die Lärmobergrenze ist grundsätzlich keine Begrenzung der Bewegungszahl unterhalb von 701.000, auf welcher Höhe auch immer. Die Lärmobergrenze knüpft auch an die Interessen der Luftverkehrswirtschaft an und macht diese aber erstmals für die Lärmreduzierung nutzbar. Die Lärmobergrenze nimmt die Airlines und den Flughafen und auch die Flugsicherung in die Verantwortung, sodass es nicht bei Ankündigungen bleiben darf, sondern im eigenen Interesse der Luftverkehrswirtschaft wirksame Maßnahmen umgesetzt werden. Und schließlich sorgt die Lärmobergrenze nach meiner persönlichen Überzeugung im Ergebnis dafür, dass es auch gegenüber dem jetzigen Niveau mittelfristig nicht nur nicht wesentlich lauter, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich leiser werden wird, weil wir, wie schon gesagt, den technischen Fortschritt zugunsten der lärmbelasteten Anwohnerinnen und Anwohner nutzen können. Meine Damen und Herren, dies alles bewerte ich als einen sehr guten und auch beachtlich großen Schritt in Richtung mehr Verträglichkeit des Flughafensbetriebs mit seiner Umgebung. Wenn ich das so bewerte, muss ich mich jetzt auch noch mit den Reaktionen unserer politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber befassen, weil sie dies, wie man ja lesen kann, deutlich anders sehen. Das ist selbstverständlich uneingeschränkt Ihr Recht und Ihnen zugestanden, selbst wenn ich mir erlaube, etwas Verwunderung zu äußern. Alle, die mehr Schutz für Fluglärm wirklich wollen, müssen doch jeden Vorschlag zunächst einmal konstruktiv betrachten und ihn prüfen. Die Antwort, dass dies alles zu wenig wäre, die kann ich noch verstehen. Aber mit dieser Antwort eine Ablehnung zu begründen, kann man nicht mehr verstehen. Denn selbst ein kleiner Schritt ist deutlich besser als gar keiner. Meine Damen und Herren, für die FDP hier im Hause gilt dies nicht. Sie will nachlesbar uneingeschränkten Fluglärm. Hier ist es wohl schon jetzt zu leise rund um den Flughafen, wenn von ihr, wie im Antrag beklagt wird, dass die tatsächlichen Lärmbelastungen deutlich unter den früher prognostizierten Werten lägen.
Dazu kann ich nur feststellen, dass die FDP ganz ähnlich wie auch die VAU mit ihrem Standpunkt, möglicherweise begründet durch bestimmte Ideologien, auf jeden Fall den technischen Fortschritt faktisch eher behindert und sie für die Bewohnerinnen und Bewohner der Rhein-Main-Region die Bewohnerinnen letztlich mit dem Fluglärm allein lässt. Dasselbe Ergebnis, tut mir leid, es feststellen zu müssen, ergibt sich auch bei Betrachtung dessen, was die Linken an Kritik vorgetragen haben. Dort wird, wie immer wieder festzustellen, eine Begrenzung auf 380.000 Flugbewegungen im Jahr und ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr gefordert. Alle anderen Vorschläge hin zu weniger Lärmbelastung werden allerdings von Ihnen von vornherein verworfen. Da in keiner Weise eine Durchsetzbarkeit Ihrer Forderungen gegeben ist und auch von Ihnen kein einziger Weg hierfür aufgezeigt wird, wie man das am Ende erreichen kann, ist das Ergebnis Ihrer Forderungen dasselbe wie bei der FDP. Die Anwohnerinnen und Anwohner bleiben mit den Belastungen alleingelassen. Meine Damen und Herren, letztlich betrachten wir also noch die SPD, von der wir ja schon lange wissen, in Flughafenfragen äußert sie in der Regel gleichzeitig eine Forderung und ihr genaues Gegenteil. In Sachen Lärmobergrenze wird nun eine Revision des Planfeststellungsbeschlusses im vorgelegten Antrag verlangt und ausgerechnet dieses auch noch vom damals verantwortlichen Autor dieses Werkes öffentlich propagiert. Wir erinnern uns an die Pressekonferenz. Spannend ist die Begründung der Forderung. Die Prognosen für die Flugbewegung hätten sich als falsch erwiesen. Meine Damen und Herren, diese Feststellung ist richtig. Wir GRÜNE sagen dies bereits seit Jahren. Allerdings liegt gefestigte Rechtsprechung der obersten Gerichte vor, die bedauerlicherweise genau dies nicht als Eingriffsgrund in einen Planfeststellungsbeschluss zulässt. Damit muss ich leider feststellen, dass auch das Konzept der SPD als Lärmobergrenze nicht tauglich ist. Deshalb, meine Damen und Herren, zum Schluss meiner Rede eine Bitte an die Opposition. Schauen Sie sich doch das Lärmobergrenzenkonzept noch einmal genauer an und versuchen Sie, konstruktiv am weiteren Diskussionsprozess teilzunehmen. Die Menschen rund um den Flughafen wollen ein wirksames Ergebnis und werden es Ihnen gewiss sehr dankbar, wenn Sie sie dabei unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Frankfurter Flughafen und das Land Hessen sind eng miteinander verbunden. Man kann durchaus sagen, geht es dem Flughafen gut, dann geht es Hessen gut. Der Flughafen ist ein Barometer für den Zustand der hessischen und auch der deutschen Wirtschaft. Der Flughafen ist eine einmalige Erfolgsgeschichte für uns in Hessen. 80.000 Menschen arbeiten hier, 80.000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt für ihre Familien, 80.000 Menschen, die täglich eine tolle Arbeit machen, die jeden Tag eine tolle Leistung bringen, egal ob 34 Grad im Hochsommer oder bei Schnee und Winter. Meine Damen und Herren, 80.000 Menschen und jeder Einzelne kümmert sich und leistet seinen Beitrag dazu, dass 61 Millionen Passagiere jedes Jahr sicher von Frankfurt fliegen können. Der Flughafen ist die größte Arbeitsstätte in Deutschland. Lufthansa und Fraport gehören zu den größten privaten Arbeitgebern in Hessen. 7 Milliarden Euro rein privat finanzierter Investitionen, ein Teil schon umgesetzt, ein Teil wird noch verbaut. Meine Damen und Herren, das ist ein Segen für unseren Wirtschaftsstandort, und das ist auch ein Segen für die Betriebe, die sich um den Frankfurter Flughafen herum befinden. Dass Frankfurt das einzige deutsche Finanz- und Handelszentrum von internationaler Bedeutung in Deutschland, vielleicht in Europa ist, verdankt man auch wesentlich
dem Flughafen. Dass Frankfurt zu den wichtigsten, weltweit wichtigsten Messestätten gehört, ist wesentlich dem Tor zur Welt, dem Frankfurter Flughafen, geschuldet. Und, meine Damen und Herren, mit Abstand die meisten Touristen und Kongressbesucher in Deutschland, die dort nach Frankfurt kommen, das ist der guten Verkehrsanbindung am Frankfurter Flughafen geschuldet. Und, meine Damen und Herren, das sollten wir nicht behindern. Dass internationale Unternehmen dort ansässig sind, Samsung, Hyundai, Kia, LG, Mitsubishi, das hat viel damit zu tun, dass wir dort internationale direkte Anbindungen haben. Und wenn wir in die Zukunft schauen, auch was der Brexit verspricht an Potenzialen, meine Damen und Herren, hängt eng mit dem Frankfurter Flughafen zusammen. All das in einer Rahmenbedingung, die nicht einfach sind für das Unternehmen Fraport und die ansässigen Unternehmen. Der Lärmschutz am Frankfurter Flughafen ist aber auch bei weitem weltweit vorbildlich. Nennen Sie mir einen weltweit bedeutenden Flughafen, der ein Nachtflugverbot hat. Und, meine Damen und Herren, viele hier in diesem Haus scheinen sich nicht mehr daran zu erinnern, dass wir auch andere Zeiten hatten, dass es auch ein Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen eben nicht gegeben hat. New York, London, Paris, Amsterdam, Madrid, Istanbul, Dubai, Peking, Moskau, all diese internationalen Drehkreuze kennen kein Nachtflugverbot. Und, meine Damen und Herren, was wir gemacht haben in der Allianz für mehr Lärmschutz sind 19 Einzelmaßnahmen für den Schallschutz mit einem Gesamtvolumen von 335 Millionen €. Es gibt höhere Überflüge, Anhebung der Anflugwinkel, Spreizung der Lärmentgelte. Meine Damen und Herren, all das ist Teil eines Planfeststellungsbeschlusses, der von der CDU-Alleinregierung festgestellt worden ist. Herr Kaufmann, all das haben Sie hier eben nicht erwähnt. Und da frage ich mich schon, bei welchen Debatten sind Sie in den letzten Jahren eigentlich dabei gewesen? Meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Al-Wazir hat recht, wenn er in der Pressekonferenz im September von einem Paradigmenwechsel spricht. Weil mit den vergangenen Maßnahmen, die wurden immer mit dem Frankfurter Flughafen erarbeitet. Mit den geplanten Lärmobergrenzen gegen den erklärten öffentlichen Willen der Fraport stellt sich diese Landesregierung erst einmal gegen den Flughafen. Erst einmal geht es nicht mehr um einen fairen Interessenausgleich. Ich habe oben die zahlreichen Maßnahmen von dem Lärmschutz hier erwähnt. Erst einmal geht es darum, die Kapazitäten am Flughafen, dem Herzen der hessischen Wirtschaft, einzufrieren. Einzufrieren ist kein Begriff von mir. Der steht in Ihrer Konzeption drin. Meine Damen und Herren, das Planfeststellungsverfahren, es wurde ja in vielen Verfahren überprüft. Und, meine Damen und Herren, das Planfeststellungsverfahren wurde dann auch in der Zeit von Dieter Posch als Wirtschaftsminister gerichtlich überprüft. Und was mich dann schon manchmal ein bisschen wundert, in diesem Planfeststellungsbeschluss sind auch die 701.000 Flugbewegungen festgehalten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Boddenberg, Sie stellen das heute dahin, so als wäre das, ich sag mal, aus der Luft gegriffen worden. Die 701.000 Flugbewegungen, Herr Boddenberg, sind die Lärmobergrenze, die im Planfeststellungsbeschluss festgestellt sind, festgeschrieben sind und rechtssicher sind, meine Damen und Herren. Ich verstehe das nicht, dass Sie jetzt hier immer sagen, aus dem Mediationsergebnis, das wäre der eine Punkt noch offen. Die CDU selber hat das immer erklärt. Das ist der Lärmdeckel, meine Damen und Herren. Und jeder, der hier sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß das eigentlich auch. Sie werden uns nachher wieder erzählen, Sie müssen ja irgendwas richtig gemacht haben, wenn die Linke etwas anderes erklärt als die FDP-Fraktion, dann muss ihre Weisheit ja irgendwo dazwischen liegen. Ich gehe mal davon aus, dass die Linke Ihnen nachher erzählen wird, dass diese Lärmobergrenze nicht funktionieren wird. Es wird lauter am Frankfurter Flughafen. Es wird. Und jetzt werden Sie sich wundern, Herr Al-Wazir, ich gebe der Linken ausdrücklich recht.
Bei dem Ziel, was die GRÜNEN tatsächlich verfolgt haben, müsste man eines machen. Man müsste die Flugbewegungen jetzt einfrieren und dann auch noch absenken. Meine Damen und Herren, das ist nicht der Fall. Der Frankfurter Flughafen kann noch weiter wachsen. Das sagen Sie ja selber. Also insofern lasse ich mich da mit der LINKEN gar nicht auseinanderdividieren. Wir haben nur eine andere Zielrichtung. Wir haben uns nur eine andere Zielrichtung. Sie sagen selber, Herr Kaufmann hat es ja eben gemacht, wenn ihr mehr fliegen wollt, dann müsst ihr die einzelnen Flugbewegungen leiser machen. Ziel ist es, einer wirksamen Lärmobergrenze ist es, dass die Anreize zur Lärmreduzierung gesetzt werden, um ein Einfrieren von Bewegungen zu vermeiden. Meine Damen und Herren, Ihre Theorie setzt voraus, dass die Airlines keine Alternative zum Standort Frankfurt haben. Meine Damen und Herren, Ihre Rechnung wird nicht aufgehen. Es sind eben internationale Airlines, die nicht auf Frankfurt angewiesen sind, die eben nach Istanbul, Dubai und Co. ausweichen können, meine Damen und Herren. Ihre Theorie wird nicht aufgehen, und deswegen werden Sie dem Standort Frankfurt schaden. Herr Boddenberg, Sie müssen mir einmal erklären, wie das denn in der Praxis umgesetzt werden soll. Da bin ich einmal gespannt. Das Konzept, das Sie vorgesehen haben, setzt ja eine Messung permanent vor Ort voraus. Beim zweimaligen Überschreiten soll ja, beim zweimaligen Überschreiten der Lärmobergrenze soll es einen Stopp geben. Sie verdeutlichen das auch in Ihrer Präsentation mit einem Stoppschild. Das heißt also für eine Airline, nehmen wir einmal einer der großen Ferienflieger, die Condor, die im Jahr, wenn die Lärmobergrenze so kommen sollte, nicht mehr sicher sein kann, dass am 27. Dezember 2017 der Condor-Flug, der Rückflug von Gran Canaria, noch landen kann, weil er am Prinzip nicht weiß, ob die Lärmobergrenze eingehalten ist oder nicht. Wenn sie überschritten ist, heißt das in Ihrer Logik, dann kann er dort nicht mehr fliegen. Wenn das alles Quatsch ist, müssen Sie mir einmal erklären, wie das in der Praxis funktionieren soll. Das mag eine Überspitzung sein, aber wie mit Ihrem Konzept eine Airline noch einen Flugplan erstellen kann, ist mir ein Rätsel. Und, meine Damen und Herren, wenn eine Airline einen Flugplan nicht mehr erstellen kann, kann sie keine Flüge verkaufen. Und dann wird sie sich umorientieren an anderen Standorten. Auch München ist dabei durchaus ein attraktiver Standort, meine Damen und Herren. Die Airlines werden sich auf Dauer umorientieren. Das kann durchaus Sinn und Zweck der Übung sein. Vielleicht ist es so, wie die GRÜNEN dann am Ende das Wachstum am Frankfurter Flughafen verhindern wollen. Meine Damen und Herren, es bleibt Ihnen einmal zu erklären, wie Sie das rechtssicher umsetzen wollen. Ich bin einmal gespannt, was Sie uns hier dazu erklären wollen. Entweder ist das alles ein Placebo, so wie es Ihnen DIE LINKE erklären wird, oder, meine Damen und Herren, Sie gefährden tatsächlich das Wachstumspotenzial, das der Frankfurter Flughafen hat, und damit die Entwicklungschancen, die der Wirtschaftsstandort Hessen hat. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Lenders. Als nächster Redner spricht nun Kollege Weiß von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Minister Al-Wazir, ich fange mal mit einem Lob an den Minister an. Ich finde, ja, ich finde, und das jetzt völlig ironiefrei, ich finde, das hat er sich in dem Punkt verdient. Ich finde, er hat sich ein Lob verdient, dass er sich diesem Thema Lärmobergrenze annimmt, auch wenn die SPD das Thema überhaupt erst auf die Tagesordnung gebracht hat und auch wenn er über zwei Jahre gebraucht hat, um eine Konzeption vorzulegen, geschenkt. 9 Jahre nach Planfeststellungsbeschluss und 16 Jahre nach Mediation ist das Thema Lärmobergrenze überfällig. Sie sind der erste Verkehrsminister, der sich dieses Themas annimmt. Dafür haben Sie sich, wie ich finde, ein Lob verdient. Und ich nehme Sie auch gerne dabei gegen Herrn Kaufmann in Schutz, der Ihr Konzept gerade als kleinen Schritt bezeichnet hat.
Das war es dann aber auch erst einmal mit der ungewohnten Milde. Fangen wir einmal mit dem Verfahren an. Das Verfahren, wie diese Konzeption zustande gekommen ist, ist gerade eines grünen Ministers unwürdig. Nach dem sogenannten Lärmpausenmodell ist es nun zum zweiten Mal passiert, dass nicht alle betroffenen Fluglärmkommissionen, Forum, Flughafen, Region, Fraport, Lufthansa, DFS etc. bereits schon zur Erarbeitung der Konzeption einbezogen wurden. Dieses intransparente Verhalten ist eine Missachtung der Gremien der Region und zeigt von Arroganz, dass man der Meinung ist, auf vielfältigen Sachverstand bei so einem wichtigen und komplizierten Punkt im Vorfeld verzichten zu können. Die Quittung dafür werden Sie noch bekommen. Wenn ein FDP-Minister ein solch intransparentes Verfahren an den Tag gelegt hätte und ein Beteiligungsgremium derart missachtet hätte, dann hätten gerade die GRÜNEN aufgeschrien. Jetzt legen Sie ein solches Handeln selbst an den Tag. Herr Al-Wazir, wenn Sie Ende der 90er Jahre Minister gewesen wären und so agiert hätten, wie Sie heute agieren, hätte es niemals eine Mediation zum Frankfurter Flughafen gegeben. Niemals. Sie haben ja offensichtlich auch nicht einmal irgendwie in anderen Ministerien um rechtlichen Rat gefragt. Könnte man ja auf die Idee kommen, vielleicht einmal im Justizministerium zu fragen. Die wären ja auch ganz froh, wenn nicht jeder juristische Ratschlag von Ihnen wie bei Frau Puttrich im Mülleimer landet, sondern dass den vielleicht einmal jemand annimmt. Aber auch da waren Sie offensichtlich der Meinung, dass Sie keine Beratung brauchen. Ein zweiter Punkt zum Verfahren, und das geht jetzt Richtung Koalitionspartner CDU und Ministerpräsident Bouffier. Der betrifft die Beteiligung der Opposition. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, es gab einmal einen Konsens der ausbaubefürwortenden Parteien. Und das hatte einen Sinn. Es gibt Entscheidungen, die sind von so großer Tragweite, auch weit über eine Legislaturperiode hinaus, dass sie im Sinne der gesellschaftlichen Akzeptanz auf eine möglichst breite Basis gestellt werden sollten. Diesen Konsens hat die CDU verlassen. Es gab ein Angebot der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden an den Ministerpräsidenten, im Sinne der Sache, im Sinne des Unternehmens und im Sinne der Betroffenen und der Region über die üblichen Grenzen der Regierung und Opposition hinaus zusammenzuarbeiten. Diese ausgestreckte Hand der SPD hat der Ministerpräsident ausgeschlagen, meine Damen und Herren. Und wer diesen Konsens verlässt, der kann nicht erwarten, dass die Opposition zu dem, was sich die Koalition im kleinen Kämmerlein ausgedacht hat, hier einfach Ja und Amen sagt. So funktioniert Beteiligung und Kooperation jedenfalls nicht. Aber vielleicht ist das ja auch der neue Stil von Schwarz-Grün. Mich wundert da jedenfalls nichts mehr. Immerhin gehen Sie ja jetzt auf die Betroffenen zu, um auszuloten, ob die Konzeption umsetzbar ist. Und ich prophezeie Ihnen jetzt schon, dass Sie mit Ihrem Vorschlag zur Lösung des Spannungsverhältnisses zwischen dem Entwicklungspotenzial des Frankfurter Flughafens auf der einen Seite und dem Lärmschutzbedürfnis der Bevölkerung auf der anderen Seite sehr schnell feststellen werden, dass Sie diese Abwägung zulasten der Entwicklung des Frankfurter Flughafens vollzogen haben. Daraufhin wird Sie die Fraport AG sicherlich in den Gesprächen hinweisen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel dokumentieren. Sie haben vielleicht in den letzten Tagen in der Presse verfolgt, dass der Vorstandsvorsitzende der Fraport ein Problem hat, weil sein Unternehmen nicht wächst. Das liegt unter anderem daran, dass die Lufthansa in Frankfurt nicht wächst. Die Lufthansa wächst mit ihrer Eurowings, aber nicht in Frankfurt, sondern in München. Überhaupt wachsen die Low-Cost-Carrier, aber nicht in Frankfurt, sondern an den anderen deutschen Standorten, vor allem in Berlin. Deswegen will die Fraport, sie will natürlich an diesem wachsenden Markt partizipieren, was unter anderem auch an dem Brexit liegt. EasyJet, Ryanair drängen vermehrt auch auf den deutschen Markt. Und ein Element dafür der Fraport ist auch der Antrag auf Entgeltordnung, wo genau versucht wird, ein Element zu schaffen, wo neue Airlines angelockt werden sollen. Fraport hat einen Anteil von lediglich 4% Low-Cost-Carriern. Und Herr Schulte hat mitgeteilt, dass er diesen Anteil erhöhen will. Wahrscheinlich gibt es dazu sogar in diesem Jahr noch Neuigkeiten. Zum Vergleich, München hat einen Anteil von 15% Low-Cost-Carriern. Und da sind noch nicht die Eurowings-Flüge enthalten, die jetzt von München aus fliegen sollen. Und bei der Gelegenheit Eurowings vielleicht einmal zwei Punkte, Herr Minister. Ich frage mich schon, wo Sie als Wirtschafts- und Verkehrsminister sind, wenn jetzt z.B. die Lufthansa entscheidet, dass die Eurowings von München aus fliegen soll und nicht von Frankfurt aus fliegen soll. Wo ist da der Wirtschaftsminister, der sich für den Standort Frankfurt einsetzt?
Wenn die Lufthansa entscheidet, dass die 10-9 A350, die leise sind, die sie jetzt anschaffen, ab Januar nächsten Jahres in München stationiert werden und nicht in Frankfurt, wo ist da der Wirtschafts- und Verkehrsminister, der sich hier offen dafür einsetzt, um den Standort Frankfurt zu steigern? Aber heute Abend ist ja parlamentarischer Abend der Lufthansa. Herr Minister, ich gehe davon aus, dass Sie all diese Forderungen davor bringen werden. Wenn Fraport ihren Low-Cost-Anteil auf die 15% von München ohne Eurowings bis zum nächsten Jahr steigern sollte, bedeutet dies, dass bei jetzt 460.000 Bewegungen die Bewegungszahl um ca. 60.000 Bewegungen steigt. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Kontingent an noch zusätzlichen Flügen im Konzept von Minister Al-Wazir verbraucht, und das bereits im Jahr 2018. Aus diesem Grund kann der Vorstand der Fraport der Konzeption von Herrn Al-Wazir gar nicht folgen. Ich sage das hier jetzt einmal an die Reihe der CDU, weil ich mir nicht sicher bin, ob Ihnen überhaupt bewusst ist, was hier der grüne Minister Ihnen hier unterjubeln will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Weg, den wir vorschlagen, ist ein anderer. Wenn auf der Grundlage einer Verkehrsprognose für einen Zeitraum von 15 Jahren, wie in der Planfeststellung, dem Flughafen Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden und gleichzeitig für diesen Zeitraum die technisch möglichen und umsetzbaren Lärmpotenziale an der Quelle, also am Flugzeug und Flugverfahren, identifiziert und verbindlich festgeschrieben werden, ist das eine Möglichkeit, mit der man einerseits eine rechtlich verbindliche Lärmobergrenze schaffen kann und andererseits der Fraport einen Weg aufzeigen kann, den sie unseres Erachtens mitgehen kann. Ob diese Festschreibung dann in der Betriebsgenehmigung erfolgt oder in der Planfeststellung, ist dann ein zweiter Schritt, der gesondert zu betrachten ist. Der Weg, den Sie jetzt gehen, wird keinen Erfolg haben. Die Begründung NORA, wie in Punkt 5 Ihres Antrags, geht rechtlich nicht. Das wissen Sie selber auch. Und in Punkt 6 Ihres Antrags, jetzt den Landtag eine rechtliche Absolution Ihrer Konzeption erteilen lassen zu wollen, ist ebenfalls abenteuerlich. Sie werden zu diesem Thema noch viel zu erklären haben, Herr Al-Wazir, und das haben Sie selbst zu verantworten. Es gibt ja schließlich kein wirkliches Konzept. Hier wird dann immer von Konzept geredet. Es gibt ja kein Konzept. Alles, was es gibt, ist eine Präsentation. Alles, was wir haben, ist eine Präsentation, die natürlich wieder von einer externen Firma grafisch aufgehübscht wurde, die aber auf die viele zentrale Fragen keine Antworten enthält und in der im Übrigen nicht eine einzige Rechtsgrundlage genannt wird, auf der das ganze Handeln hier erfolgen soll. Nicht eine Rechtsgrundlage. Aber es ist ja nicht das erste Mal, Herr Minister, dass Sie uns statt belastbarer Konzepte lediglich hier PowerPoint-Karaoke vorführen. In diesem Fall. Vielleicht erklären Sie uns gleich einmal, wenn Sie hier am Pult sind, Herr Minister, wo denn eigentlich Ihre roten Linien in den anstehenden Verhandlungen liegen. Ich brauche ja nur zu verhandeln, wenn ich auch bereit bin, von meinen eigenen Vorstellungen etwas zur Disposition zu stellen. Ansonsten sind Verhandlungen reines Alibi. Was steht denn aus Ihrer Sicht von dem, was Sie in Ihrer Präsentation beschrieben haben, zur Disposition? Das würde mich hier einmal interessieren. Vielleicht machen Sie dazu gleich einmal ein paar Ausführungen. Ich will zum Schluss vielleicht auf drei Punkte noch einmal fest rekurrieren. Das eine ist, die SPD will eine Lärmobergrenze. Wir wollen eine Lärmobergrenze, die rechtlich verbindlich ist, einen fairen Interessenausgleich vornimmt zwischen dem Unternehmen und den Betroffenen und die Beteiligungsrechte der Betroffenen respektiert. In allen drei Punkten unterscheiden wir uns von der Landesregierung. Und von daher sind wir sehr gespannt, was jetzt von der Seite Herrn Al-Wazir noch vorgeschlagen wird und vorgestellt wird. Das, was bis jetzt vorliegt, ist aus diesen von mir vorgetragenen Gründen für uns nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Weiß. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 300.000 Menschen sind derzeit in der Rhein-Main-Region von Fluglärm betroffen. Zum Thema Fluglärm hieß es einst im Wahlprogramm der GRÜNEN, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Mittlerweile ist klar, so wie es ist, wird es auch nicht bleiben, denn es wird noch lauter.
Statt endlich entschieden einzugreifen, geht sogar der Ausbau des Flughafens noch weiter. Mit dem Terminal 3 werden neue Kapazitäten geschaffen und die Möglichkeit geschaffen, dass noch mehr Flugbewegungen in Zukunft abgefertigt werden können. Deswegen sagen wir, wer den Fluglärm ernsthaft bekämpfen will und wem die Gesundheit der Menschen in der Region am Herzen liegt, der muss bereit sein, sich mit der Luftverkehrswirtschaft und deren Interessen anzulegen. Und er kann nicht Konzepte stricken, die am Ende der Luftverkehrswirtschaft nicht wehtun und ein immer weiteres Wachstum eines Flughafens inmitten eines Ballungsgebiets ermöglichen, meine Damen und Herren. Die schwarz-grüne Landesregierung hingegen bringt ein Placebo nach dem nächsten auf den Weg. Aus der grünen Forderung im Wahlprogramm ein achtstündiges Nachtflugverbot wurden die sogenannten Lärmpausen, die je nach Wind- und Wetterlage mal eingehalten werden und mal nicht, die Lärm verschieben, statt ihn zu reduzieren. Aus dem grünen Nein zum Terminal 3 wurde eine Bedarfsprüfung der Baugenehmigung ausgestellt durch einen grünen Dezernenten aus Frankfurt, folgte der Bau. Der weitere Protest der GRÜNEN beschränkte sich dann darauf, dass Herr Minister Al-Wazir dem feierlichen Spatenstich von Fraport fernblieb. Das ist quasi das schärfste Schwert der GRÜNEN gegen den Bau von Terminal 3, der Verzicht auf Sekt und Schnittchen bei der Fraport, dass man nicht zum Spatenstich geht. Viel mehr hat der Minister leider nicht getan, um den Bau von Terminal 3 zu verhindern. Und, Herr Kaufmann, wenn Sie jetzt heute sich hinstellen und quasi erklären, dass das, was Sie in Ihrem eigenen Wahlprogramm versprochen haben, alles gar nicht umsetzbar ist, und dass es gar keine Möglichkeit gab, Terminal 3 zu verhindern oder die Flugbewegung zu reduzieren oder ein achtstündiges Nachtflugverbot durchzusetzen, dann frage ich mich, warum schreibt man es dann rein? Und da sage ich, also ich fand ja seinerzeit das grüne Wahlprogramm jetzt nicht so dufte, aber ich finde im Vergleich zu dem, was jetzt die Landesregierung so umsetzt oder nicht umsetzt, finde ich, da stehen doch im grünen Wahlprogramm ganz vernünftige Sachen drin. Vielleicht sollten Sie sich mal daran machen, Ihre Versprechen auch einzulösen, meine Damen und Herren. Nun also die Lärmobergrenze, die für eines nicht sorgt, nämlich dass es für die Betroffenen leiser wird. Denn die Lärmobergrenze will nicht etwa den derzeitigen Lärm reduzieren, sondern die geplante Lärmzunahme. Das Modell sieht vor, dass künftig erlaubte Lärmniveau um 1,8 Dezibel gegenüber dem Planfeststellungsbeschluss prognostizierten Werten zu senken. Das heißt also, die Gebiete mit hoher Fluglärmbelastung die sollen begrenzt werden, also die flächenmäßige Ausdehnung dieser Gebiete wohlgemerkt, nicht den dort bereits herrschenden Lärm. An dem wird sich überhaupt nichts ändern, sondern es kann noch lauter werden für die Betroffenen. Und das Problem ist also, dass dieses Konzept, das Sie jetzt vorgelegt haben, für die meisten Betroffenen eben bedeutet, dass es lauter werden darf als derzeit. Lediglich der bisher rechtlich mögliche Anstieg des Lärmniveaus soll begrenzt werden. Was es eben nicht geben soll, ist eine Reduzierung oder zumindest eine Begrenzung der Flugbewegung, sondern es soll ein statischer Lärmdeckel festgeschrieben werden, wobei festgeschrieben natürlich auch schon zu weit geht, weil das ist ja jetzt erst einmal ein Vorschlag, quasi, den Sie gemacht haben. Und das Ganze wollen Sie jetzt mit Fraport und den Fluggesellschaften verhandeln, und das Ganze soll ja dann in Form einer freiwilligen Vereinbarung festgelegt werden. Das ist überhaupt nicht rechtssicher. Sie wollen jetzt erst in die Verhandlungen einsteigen. Ich sage mal so, ganz lange ist die Legislaturperiode dann auch nicht mehr. Von daher halten wir das eine derartig rechtlich unsichere Konstruktion für völlig falsch, sondern wir brauchen verbindlich festgeschriebene Lärmdeckel, einen festgeschriebenen Lärmdeckel, der dann eben auch verlässlich ist für die Menschen in der Region. Aber das ist genau das Problem, dass Sie versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden mit einem Unternehmen, das jetzt schon angekündigt hat, dass selbst dieser winzig kleine Vorschlag, den Sie da gemacht haben, selbst der Fraport noch zu weit geht. Und die FAZ schreibt, ich zitiere das, es spricht nicht viel dafür, dass es der Parteistratege Al-Wazir tatsächlich zu einer Eskalation kommen lassen würde, schon gar nicht als Juniorpartner einer schwarz-grünen Regierungskoalition, die in Berlin als Modell für eine mögliche Konstellation auf Bundesebene gilt. Und ich befürchte, dass die FAZ da recht hat. Ich glaube, dass die Luftverkehrswirtschaft eines nicht haben muss, nämlich Angst vom grünen Mann. Ich glaube, vonseiten von dieser Landesregierung gibt es eben genau diese notwendige Konflikt
diesen notwendigen Konflikt eben mit der Luftverkehrswirtschaft nicht. Ich will noch einmal deutlich machen, dass das Problem ist, dass der Lärmdeckel nicht dynamisiert ist. Genau das müsste er aber sein, einfach um der technischen Weiterentwicklung von Flugzeugen Rechnung zu tragen. Wir erinnern uns, den Anwohnern wurde ja jahrelang erzählt, Herr Boddenberg, Sie haben das zum Beispiel auch häufig gesagt, dass es ja in Zukunft leiser werden würde, weil ja der technische Fortschritt bei den Flugzeugen weitergehen würde und deswegen Flugzeuge tendenziell leiser würden, als sie heute sind. Wir haben ja immer davor gewarnt, dass man das quasi jetzt als Ausrede nimmt, um die Flugbewegung nicht zu reduzieren. Aber ich finde genau, dass diese Lärmobergrenze genau diese Argumentation ja völlig ab Absurdum führt, weil die Anwohner künftig ja nicht einmal davon profitieren, wenn die Flugzeuge leiser werden, weil desto leiser die Flugzeuge in der Zukunft fliegen, desto mehr können unterhalb der Lärmobergrenze starten und landen. Und ich finde, das ist genau das Problem, dass wir eine dynamische, eine dynamisierte Lärmobergrenze gebraucht hätten, was eben das Ziel hat, den Lärm immer weiter zu mindern und damit dem technischen Fortschritt der Flugzeuge eben Rechnung zu tragen und nicht zu sagen, desto leiser das Flugzeug, desto mehr können starten und landen in Frankfurt. Für den Fall, dass die neue Lärmobergrenze zwei Jahre nicht eingehalten wird, droht das Ministerium, die Zahl der Flugbewegungen einzufrieren. Auch das ist natürlich alles andere als eine drakonische Strafe. Erstens wissen Sie, dass sich die Zahl der Flugbewegungen ganz anders entwickelt hat, als das noch im Planfeststellungsbeschluss prognostiziert wurde. Und außerdem ist es ja nicht so, dass dann die Auswirkung direkt erfolgt, sondern das gilt dann erst für den übernächsten Flugplan. Und dann gilt auch nicht, dass irgendwie die Zahl der Flüge reduziert ist, sondern es werden einfach keine neuen, es können dann keine zusätzlichen Fluggenehmigungen genehmigt werden. Und ich finde es schon bezeichnend, dass Fraport-Chef Schulte die jetzt vorgestellte Lärmobergrenze als nicht akzeptabel bezeichnet. Ich finde, dass man vielleicht den Herren auch einmal daran erinnern sollte, dass er bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das mehrheitlich in öffentlicher Hand ist. Und der finde ich schon, dieses Unternehmen auch eine Verantwortung gegenüber dem Schutz der Gesundheit und der Menschen in der Region hat und dass deshalb es dringend notwendig ist, dass dieses Unternehmen eben auch da eine Verantwortung hat. Ich will nur noch anmerken, dass natürlich in der ganzen Debatte, die wir hier haben, was die Lärmpausen angeht, die Lärmobergrenzen angeht, dass eine Frage ja letztlich komplett ausgespart wird, weil wir reden nur noch über Lärm. Das ist ein zentrales Thema, das ist vielleicht auch das Vernehmbarste. Aber wir haben natürlich auch eine hohe Schadstoffbelastung. Ich finde, das sollte man nun nicht ganz ausklammern, wenn man über Belastungen des Frankfurter Flughafens redet. Meine Damen und Herren, was die Landesregierung wirklich machen könnte, um Fluglärm zu reduzieren, das liegt eigentlich auf der Hand, steht aber nicht im Koalitionsvertrag. Wer weniger Lärm verspricht, der muss zuallererst einmal die Zahl der Flugbewegungen reduzieren. Die Landesregierung könnte darauf hinwirken, Kurzstreckenflüge am Frankfurter Flughafen auf die Schiene zu verlagern. Ich frage mich, warum müssen täglich mehrere Flüge nach Stuttgart gehen? Das ist Irrsinn, und deshalb haben wir erneut einen Antrag in den Landtag eingebracht, dass man eben Kurzstreckenflüge auf die Bahn verlagert, was aber natürlich einhergehen muss mit einer Deckelung der Flugbewegung, weil wir natürlich nicht wollen, dass die Slots dann genutzt werden für andere Flüge und für die Langstrecke, sondern wir brauchen eine Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Bahn und eine Begrenzung der Flugbewegung auf 380.000. Das ist wirklich das Maximum, was die Region ertragen kann. Eine Ansteigung der Flugbewegungen auf bis zu 701.000, wie das im Planfeststellungsbeschluss mal vorgesehen war, ist überhaupt nicht vorstellbar angesichts der jetzigen Belastung, die es schon gibt. Und ich glaube, da reicht es eben nicht, Fraport irgendwie gut zuzureden oder mit irgendwie Bedarfsprüfungen kluge Ratschläge zu geben, sondern da braucht man einen Lärmaktionsplan und verbindliche Vorgaben. Planung und Bau das Terminal 3, dass man das nicht gestoppt hat, ist ein riesiger Fehler. Wir bleiben dabei, dass auch die Nordwestlandebahn ein Fehler war. Man hätte sie nicht bauen dürfen, sie müsste geschlossen werden. Und deswegen, um zum Schluss zu kommen, wir als LINKE werden die Proteste, die Forderungen der Bürgerinitiativen weiter unterstützen, innerhalb des Parlaments und außerhalb. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Als nächster Redner spricht nun Kollege Boddenberg von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will einmal vorwegschicken, dass ich mich für diese Debatte, so wie sie bisher verlaufen ist, bedanke.
Ich glaube, das ist anders, als Herr Kollege Hahn das heute Morgen angekündigt haben, keine Debatte, wo wir hier in der üblichen Emotionalität verbunden mit auch einer überdurchschnittlichen Lautstärke uns auseinandersetzen, sondern bisher sehr, ich finde, sachliche Beiträge gehört haben. Aber es haben auch, Frau Wissler, alle noch einmal ihre Positionen dargelegt. Ich finde es auch gut, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer und diejenigen, die in den Medien darüber erfahren, wie wir hier argumentieren, wissen, wo die Unterschiede liegen. Bei den LINKEN brauchen wir nicht weiter diskutieren, ist das sehr klar. 380.000 Flugbewegungen ist Ihre Idee. Dazu muss man nur wissen, dass das das Niveau von 1998 ist. 1998 haben auf diesem Flughafen 15.000 Menschen weniger gearbeitet als heute. Also müssen Sie 15.000 Menschen erklären, dass sie ihre Jobs verlieren. Das ist der Hinweis an LINKE, und das soll damit schon genügen, wenngleich, Herr Weiß, ich nicht so ganz umhin kann, schon einen Punkt aufzugreifen, den Sie, was das Verfahren anbelangt, angesprochen haben, nämlich Stichwort Beteiligung der anderen Fraktionen. Zunächst einmal reden wir heute über einen Vorschlag des Verkehrsministers. Wir reden darüber, dass verschiedene Anträge vorliegen. Wir selbstverständlich in den Ausschussarbeiten dann darüber auch inhaltlich streiten können. Das ist selbstverständlich. Und da hoffe ich auch auf viele gute Vorschläge, denn wir haben an einigen Stellen ein gemeinsames Problem, wie Sie wissen. Aber ich will schon sagen, es wäre nach wie vor sehr hilfreich, wenn die SPD, die hessische SPD, einmal entscheidet, wie sie sich jeweils verhält, nämlich einerseits hier im Landtag, andererseits an wichtiger Stelle im Land. Und Herr Schäfer-Gümbel, ich kann es Ihnen weiter nicht ersparen. Und Sie werden gleich wieder sagen, auch Sie haben Kommunalpolitiker rund um den Flughafen, die die Welt anders sehen als die Landes-CDU. Das mag sein. Das ist bei mir im Ortsbeirat 5 so. Aber dass der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt im Grunde das Gleiche will wie die LINKEN, indem er nämlich die Vorsitzende der Bürgerinitiative im Frankfurter Süden in den Magistrat holt, die genau das Ziel wie die LINKEN definiert, 380.000 Flugbewegungen, sowieso vorher die Landebahn schließen, das muss man erklären, wenn man Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der hessischen SPD ist. Weil das ist nicht der Ortsbeirat, Herr Schäfer-Gümbel, sondern das ist der Oberbürgermeister der Stadt, des zweitgrößten Anteilseigners des Frankfurter Flughafens. Wie Sie wissen, das Land ist dabei mit 31,94% und die Stadt Frankfurt mit 20,4%. Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt ist Mitglied im Aufsichtsrat. Und ich erwarte, dass geklärt wird, wie der Oberbürgermeister dieser Stadt Frankfurt zu der Frage des Frankfurter Flughafens insgesamt steht. Was die Frage anbelangt, und da will ich nur auf einen inhaltlichen Punkt eingehen. Ich will nur auf einen inhaltlichen Punkt eingehen, das ist nämlich der, was erreichen Sie denn mit den 1,8 Dezibel? Ja, genau das, was hier unterstellt worden ist. Mein und unser Ziel muss es doch sein, dass die Luftverkehrswirtschaft alles das tut, was technisch geht und wirtschaftlich vertretbar ist. Das sagt übrigens auch der Verkehrsminister der GRÜNEN immer wieder, völlig zu Recht. Aber genau das erwarte ich auch, dass Sie das tun. Und wenn Sie das tun, wird es nie ein Problem, Herr Lenders, in Richtung Flugbeschränkungen geben, weil die 1,8 mindestens einmal das ausmacht, was alle Fachleute, übrigens auch die Europäische Kommission, sagen. Im Gegenteil, die geht noch viel weiter in ihren Möglichkeiten oder Vermutungen, wie technischer Fortschritt Flugzeuge zukünftig leiser machen wird. Und deswegen ist das ein maßvolles Grenzesetzen, das den Flughafen nicht in der weiteren Entwicklung behindert, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass die Luftverkehrsgesellschaften allen voran, auch die Lufthansa, das tun, was wir von ihnen, wie ich finde, völlig zu Recht erwarten. Und Kolleginnen und Kollegen, Herr Weiß, Sie sind auf den Wettbewerb eingegangen. Ja, selbstverständlich. Und da müssen wir gar nicht nach Dubai schauen oder nach Istanbul. Übrigens, wir sind immer noch der zweitgrößte Hub hinter Dubai. Die haben uns zwischenzeitlich überholt. Aber ich empfehle jedem, der einmal in Dubai ist, ich habe mir das zweimal vor Ort anschauen können, mal sich anzuschauen, wie dort die Einflugschneisen sind. Also bei denen gibt es das Thema Lärmschutz jedenfalls nicht. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch nicht vorstellen, dass die Menschen selbst in einem solchen Land und in einer solchen Stadt zukünftig zu dem schweigen werden, was sich dort entwickelt, angesichts der Prognosen der Luftverkehrsentwicklung dort. Das gilt übrigens auch für teilweise Istanbul. Das gilt übrigens für alle europäischen großen Flughäfen. Wir haben überall die Lärmdebatte, nicht nur in Frankfurt am Main. Wir schauen aber gar nicht so weit weg. Schauen wir doch einmal nach München. Ich wünsche Herrn Seehofer viel Glück, der ankündigt, er will eine dritte Startbahn bauen. Das beginnt schon in seiner eigenen Partei, der CSU, mit allem im Angebot, was es zu einer solchen großen Infrastrukturmaßnahme nun einmal zwangsläufig gibt, nämlich Gegnern und Befürwortern.
Ich erlaube mir die Erinnerung daran, dass die Stadt München per Volksentscheid sich seinerzeit gegen den Ausbau entschieden hat. Ich sage Ihnen, es wird auch in den Landkreisen rund um den Flughafen, lassen wir mal die Stadt München außen vor, da soll es ja einen neuen Volksentscheid geben, sicherlich ein großer Auftrag werden für eine Landesregierung, die einen solchen Flughafen auch außerhalb des unmittelbaren Stadtgebietes weiterentwickeln will. Ich erinnere nur einmal an den Volksentscheid zur Olympiabewerbung der Stadt Garmisch-Partenkirchen. Also, da haben wir keine großen betonmäßigen Infrastrukturprojekte gebaut, sondern da wollten wir eine Olympiade durchführen. Dagegen hat es eine Mehrheit, eine breite Mehrheit gegeben, wie wir alle wissen, weil noch nicht mehr das mehr in unserem Land möglich ist. Und da glaubt irgendjemand im Ernst behaupten zu können, in München macht man gerade mal einen Haken dran und baut einen Flughafen aus. Das halte ich für ausgeschlossen. Und das weiß übrigens auch die Lufthansa weiß. Die 10 Maschinen, die Sie angesprochen haben, ärgern mich auch. Aber es sind noch 15 weitere bestellt, A350-900. Und ich bin mal gespannt, ob Herr Spohr nur noch in München denkt. Wobei, auch das gehört natürlich beim näheren Blick auf die Umstände dazu, in München hat die Lufthansa 40% Anteil am Terminal 2. Das heißt, sie ist nicht nur Nutzer des Flughafens, sie ist auch entscheidend am Ertrag und Erlös des Betriebs dieses Flughafens beteiligt. Das ist in Frankfurt anders. Insofern gibt es durchaus ein weiteres Motiv für die Lufthansa, zu sagen, ja, ich habe ein bisschen mehr Freude daran, den Slot, wenn ich denn die Alternative Frankfurt-München habe, vielleicht dort stattfinden zu lassen. Aber wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Die Lufthansa ist weiterhin der wichtigste und größte Nutzer dieses Frankfurter Flughafens. Und ich bin sicher, das wird auch so bleiben. Und das sagen die Ihnen auch im Gespräch. Und wir werden sicherlich heute Abend Gelegenheit haben, beim parlamentarischen Abend auch das mit der Lufthansa zu besprechen. Was aber nicht heißt, dass wir möglicherweise auch mit der Lufthansa Gespräche führen müssen über künftige Zusammenarbeit. Da ist schon vieles passiert. Der große neue Finger, 800 Meter lang, den die Lufthansa dort unterhält, ist ein gutes Beispiel dafür. Und wer so viel investiert, der wird den Frankfurter Standort sicherlich nicht grundsätzlich zur Disposition stellen. Ich will aber noch einen letzten Punkt sagen. Der Minister wird gleich sicherlich eine Reihe von Einzelheiten noch einmal ansprechen. Erst einmal muss ich noch loswerden, das habe ich mir aufgeschrieben, dass ich mich sehr freue über die ersten Signale aus der Fluglärmkommission. Denn es sind, das ist die Absicht, die der Verkehrsminister und Wirtschaftsminister auch deutlich gemacht hat. Es ist ein Vorschlag, den wir jetzt mit der Fluglärmkommission und mit dem Forum Flughafenregion diskutieren werden. Alle diese Gespräche, die Sie einfordern, werden also stattfinden, und zwar sehr bald stattfinden. Aber es ist schon einmal ein gutes Signal, wenn Herr Jühe, der Vorsitzende der Flughafenkommission, der der SPD angehört, der übrigens in einem netten Interview in der Frankfurter Rundschau vor wenigen Wochen mal gesagt hat, ihm sei es ein bisschen wenig, mal in der Lärmzone am Lerchesberg zu übernachten. Er meinte natürlich den Frankfurter Oberbürgermeister damit. Das ist sein Beitrag, Feldmanns Beitrag zum Thema Fluglärm, mal zweimal am Lerchesberg zu übernachten. Mehr ist da nicht. Also, das sagt selbst der eigene Parteifreund und Bürgermeister und Kollege von Ihnen. Er sagt, dass er diesen Vorschlag des Ministers zunächst einmal grundsätzlich gut findet. Und jetzt reden wir, und dann bin ich beim allerletzten Punkt, über eine entscheidende Frage. Was machen wir denn außerdem, dass ich sage, lass uns darauf setzen, wie bei den Lärmpausen, dass wir gemeinsam mit einer freiwilligen Vereinbarung aller Beteiligten das hinbekommen mit der Lärmobergrenze? Was machen wir denn, wenn es denn die nicht so wollen, wie wir es gerne hätten? Das ist nicht ausgeschlossen. Weil sonst wäre es ja keine freiwillige Vereinbarung, wenn die von vornherein beinhalten würde, du musst in jedem Fall am Ende zustimmen. Und da reden wir sicherlich über schwierige rechtliche Sachzusammenhänge. Wir haben im Verfahren des Flughafens bei der Planfeststellung, wie Sie wissen, hohe Hürden genommen. Wir haben einen Landesentwicklungsplan, der sich grundsätzlich mit der Raumordnung beschäftigt, diskutiert und dort auch sehr klare Ziele formuliert. Und ich war jedenfalls am Ende selbst überrascht, dass das Bundesverwaltungsgericht bestätigt hat, dass das, was da drin steht, jedenfalls nicht wirkungslos ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber sehr wohl, dass die Abwägung, die eigentliche Abwägung zwischen Lärmbetroffenheit, zwischen verkehrlicher Entwicklung, zwischen der Anmeldung des Bedarfs durch den Flughafenbetreiber und alle ökologischen Dinge in einer Abwägung stattfinden müssen innerhalb eines Planfeststellungsverfahrens, das per se dann jetzt auch beendet ist seit 2007 und höchstrichterlich entschieden ist. Und dass man nicht einmal so einfach aufdröseln kann, nur weil sich ein paar Dinge, auch die Luftverkehrsbewegungszahlen, anders entwickelt haben, als man es damals prognostiziert hat. Das wissen wir alle miteinander, dass das schwierig wird. Und deswegen sage ich für die CDU-Fraktion, wir wollen den Planfeststellungsbeschluss nicht ändern, weil ich nicht weiß, welche rechtlichen Implikationen das bedeutet und ob wir nicht wieder eine komplett neue Debatte bekommen in dieser Region. Ich dachte, wir alle sind gemeinsam der Auffassung, dass es gut war, dass wir diese Debatte
ordentlich zu Ende gebracht haben und geführt haben in der Mediation, im Forum Flughafenregion, in der Fluglärmkommission, das auch weiter tun, aber insgesamt diese Region mit einem so schwierigen Projekt befriedet haben in einer Art und Weise, das beispielhaft ist. Das möchte ich gerne, dass es so bleibt. Und dann müssen wir trotzdem gemeinsam darüber nachdenken. Es ist die Betriebsgenehmigung angesprochen worden. Herr Kollege, ich muss dann die Redezeit erinnern. Und die ist auch von uns als Möglichkeit in unserem Antrag aufgeführt worden. Dann müssen wir darüber reden, wie kriegen wir es am Ende so hin, dass wir dem auch vor jedem Gericht dieser Welt mit einer entsprechenden Entscheidung, die vielleicht zu treffen ist, dass das standhält. Noch einmal, unser Ziel, und das ist wirklich der letzte Satz, Frau Präsidentin, wir wollen eine freiwillige, gemeinsame Lösung. Da oben sitzen Vertreter von Fraport. Und wir haben die Gespräche ja teilweise gemeinsam geführt mit der Lufthansa, mit Fraport. Ich erkenne dort die Bereitschaft, etwas gemeinsam zu schaffen. Und die letzten entscheidenden Fragen müssen wir klären, gemeinsam mit den Airlines, gemeinsam mit der Fraport klären. Ich bin guter Dinge, dass wir es hinbekommen. Sie haben bei den Lärmpausen auch einmal gesagt, das schaffen Sie nie. Heute haben Sie gesagt, das mit den Lärmobergrenzen, das schaffen Sie nie. Bei den Lärmpausen haben wir bewiesen, dass es geht, wenn alle Beteiligten wollen. Herzlichen Dank.